Ja, hier bin ich Ja. Also du willst den Islam annehmen? Ja. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 36. Und du bist überzeugt, dass Islam die einzig wahre Religion des allmächtigen Gottes ist? Ja. Okay, dann brauchen wir keine Zeit zu verlieren. Dann fangen wir direkt mit dem Glaubensbekenntnis an. Am besten, wenn ich das sofort mache, wenn ich das spüre, oder? Ja, Mit dem Bekenntnis, ne? Ich brauche, richtig. soll auch nicht mehr warten, oder? Nein, Nein. man soll sofort, wenn man überzeugt ist, dass das die einzig wahre Religion des allmächtigen Gottes ist, sofort das Glaubensbekenntnis aussprechen. Es ist eine Ehre für uns, dass man uns anruft. Alhamdulillah, wir freuen uns. Aber normalerweise braucht man das nicht zu tun. Jeder kann So kann ich sofort. das nur also für mich sprechen. Ja. Auch ja. Aber wir helfen nur dir dabei, dass du das richtig aussprichst. Mehr nicht. Normalerweise brauchst du keine Zeugen und du brauchst uns nicht anzurufen. Du kannst direkt zu deinem Schöpfer sagen: Ich Ja. bezeuge, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden, außer dir. Und Ja. ich bezeuge, dass Mohammed dein Diener und Gesandter ist. Das ist die Bedeutung des Glaubensbekenntnisses. Ja. Sollen wir das jetzt auf Arabisch machen? Ja, bitte. Okay, jetzt muss es richtig vom Herzen kommen, aus Überzeugung. Ja. Ashhadu Ashhadu an an La ilaha La ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Anna Muhammadan Mohammedan Rasul Rasul Allah. Allah. Ja, Schwester, jetzt bist du offiziell Muslimin geworden. Gott sei Dank. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Subhanallah, der dich recht geleitet hat. Und wie fühlst du dich? Gut, einfach gut. Dankeschön. Ja, dank Allah, der dich recht geleitet hat, Schwester. Also, Ja, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Schwester. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله